Für mich war Modrow damals der Staatsoberhaupt und damit auch de facto mein Vorgesetzter. Und was ich im Grunde genommen sowohl persönlich als auch in meiner damaligen Funktion vermisst habe, ist die Tatsache, dass, und ich weiß es definitiv durch Werner Grossmann, den letzten Chef der Hauptverwaltung Aufklärung, der im Vorfeld oder sogar an diesem Tag bei Modrow gewesen ist und hat Modrow im Grunde konfrontiert, auch mit diesen Aufrufen, hier bringt Mörtel und Steine mit und so weiter. Und Modrow hätte das zur Seite gelegt und hätte das einfach ignoriert. Er hätte die Befugnisse gehabt und ein Gespräch mit Fritz Strelitz, also mit dem Chef des Nationalen also mit dem Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates, er hat mir bestätigt, dass er hätte damals die Befugnisse gehabt und hätte auch müssen, im Grunde genommen Maßnahmen einzuleiten, um, ich sag's mal, das Gelände weiträumig abzusichern, dass es nicht zu diesem, in Anführungsstrichen, Sturm gekommen wäre, weil im Vorausschauen ja überhaupt nicht abgesehen werden konnte, wie sich das entwickelt. Das hätte sich auch völlig anders entwickeln können. Ich habe das Buch von Engelhardt gelesen, respektiere seine Erinnerung und zugleich habe ich überhaupt kein Verständnis für die Darstellung, die er zu diesem Ereignis gibt. Dass die Jungs so viel Angst da drinnen reflektieren. Die Angst ist gar nicht von außen auf sie in dieser Weise getragen worden. Sondern das war eine politische Demonstration, die da abgelaufen ist. Das stand auf Messerschneide. Und wenn es dort eskaliert wäre und es wäre dann zu Übergriffen gekommen gegen Leben, Gesundheit von Mitarbeitern, dann hätte das Motor auf seine Kappe nehmen müssen. Weil er hat nichts dazu getan im Vorfeld. Haben Sie eine Weisung an dem Tag gehabt? Sie waren ja der Kommandierende. Und das wollte ich sagen. Und das ist das zweite Problem. Es gab keine Weisung. Es gab keine Befehlsstruktur. So nach dem Motto, macht mal, macht mal. Der 15. Januar war überhaupt kein Ereignis in dem Sinne, wo ich eine Führungsrolle ihm gegenüber gespielt habe, sondern für mich war, wenn schon Politik, der runde Tisch und war das Auftreten in dieser Kundgebung. Aber das nimmt der Engelhardt ihn ja irgendwie übel. Er hält sie ja für einen, der seine Leute fast verraten hat, zumindest im Stich gelassen hat. Das stimmt ja eben nicht. Ich habe genau den Druck weggenommen, dass nicht 50.000 Leute den Sturm gemacht haben, sondern ich habe dafür Sorge getragen, dass diese Gefahr, die ja in der Kundgebung lag, die auch im Aufruf lag, Steine werfen und nicht geschehen ist, das möge er vor allem respektieren.